So, was geht? Der Broski hat nämlich dieses riesige Paket bekommen. Natürlich Adresse und schon alles weggemacht, ne? Damit hier nichts geleakt wird. Ich weiß selber nicht, ich muss euch auch ehrlich sagen, ich weiß selber nicht genau, was in diesem Paket drin ist. Ja? Deswegen. So, was haben wir hier denn Schönes drinnen? Wir haben auf jeden Fall ein paar Düfte. Erster Duft. Roberto Ugolini. Erster Duft. Okay. Rudes. Ja, von Nobilen. 1942. Ich rieche gleich alles. Zweiter Duft. Afghan. Dritter Duft. Und hier noch ein weiterer Duft. Der ist von Anfas. Auch eine Big Ball. Also, wir haben hier auf jeden Fall vier Düfte. Shoutout an Classic Parfüm für die schönen Düfte. Und ich würde sagen, einen von diesen Düften hau ich raus an die Person, die den letzten Beitrag bei Lore kommentiert, geliked und geteilt hat. Ist das fair? Die Aktion gilt bis Dienstag, der 3. Dezember. Könnt ihr einer dieser drei Düfte gewinnen? Hier von Nose Behind. Shoutout an die. Quanta Costa auch 205 Euro mal auf locker. Boah, der scheppert anders. Ey, ich weiß schon gar. Boah. Der hypnotisiert einen, ich sag euch ehrlich. Ich bin Schuck. Ich bin anders Schuck. Der schmeckt auch. Das ist der Roberto Ugolini. Der schmeckt auch. Das ist der hier. Ja. Boom. Aber ich sag bis jetzt, der Rudes ist sogar noch mal in Platz 1. Boah, ey. Diese Düfte haben diesen ganzen Raum eingenommen. Ich hab einen Spritzer von jeweils einem genommen. Also ich kann euch gerade sagen, es ist schwer, einen anderen Duft gerade irgendwo hier zu spritzen, weil dieser Raum ist übernommen. Dieser Raum ist übernommen. Checkt auf jeden Fall den Beitrag ab, kommentiert, liked, teilt diesen Beitrag, dann kriegt ihr einen von diesen vier Düften. Und die Düfte sind absolut bescheuert. Ich will die anderen zwei Düfte noch. Ja, der ist kam. Der ist kam. Der hittet aber auch. Aber der Afghan ist auch sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. Boah, das. Der Anfass ist auch cool. Ich finde halt, die Flasche ist auch brutal sexy von dem Anfass. Was mein Favorite-Duft ist, ist, glaube ich, der hat mich direkt gekillt. Der hat mich direkt zerstört. Dann der, glaube ich. Und die beiden sind ebenbürtig für mich. Aber alles geisteskranke Düfte. So. Eine Frage an euch. Wollt ihr mit mir entscheiden, ob ich noch ein Black Friday-Produkt release? Weil ich gerade nicht ganz sicher bin. Ich habe es zwar geshootet, aber ich bin nicht ganz sicher, ob ich es release oder nicht release. Könntet ihr mitentscheiden. Und dann könnt ihr euch noch ein Leak zeigen. Für aber nächstes Jahr. Bis jetzt sind nur die Trackies geplant. Also die Sweatsuits. Ach ja, ihr seht ja selbst, wir haben Black Friday Extended. Das heißt, Black Friday geht länger als 29. Und auch ein bisschen länger als Cyber Monday. Darüber hinaus geht's auch. Optional droppe ich die Jacke noch. Ja, das würde ich optional droppen. Aber ich bin mir gerade nicht sicher. Ich würde auch gerne von euch wissen, was ihr so preistechnisch von der Jacke haltet. Die ist halt geisteskrank, wenn man darüber nachdenkt. Weil die hat hier, wie ihr sehen könnt, zwei Front Pockets hier und hier. Dann hier noch eine Chest Pocket. Hier auch noch eine zweite Brust Pocket. Und ihr habt hier an der Seite noch Taschen. Da könnt ihr, also ihr könnt so in die Tasche noch reingehen. Hier und hier auch. Eine Innentasche. Es ist noch eine Innentasche da. Und ihr könnt die hier festziehen. Ihr könnt die noch festbinden, dass die eng ist. Nein, das Ding ist, die wirkt, also die glänzt nur so stark, wenn die halt dick im Licht ist. Und ich habe halt zwei Lichter hier an. Das müsst ihr euch vorstellen. Guck mal, eigentlich muss die wirklich eigentlich über 200 verkaufen, aber ist okay. Das ist, weil das ist eine Jacke, ne? Das ist eine full-blown Jacke. So, die ist gefüttert. Das ist, so weiß meine. Aber ich habe euch gesagt, alles, was dieses Jahr noch droppt, sei euch gegönnt. Alles, was nächstes Jahr droppt, vielleicht auch noch. Aber alles, was danach kommt, Bonchance. Ihr habt jetzt noch die Möglichkeit, bei Lore theoretisch zu investieren. Ich kann euch mal zeigen, auch was wir beim Shooting gemacht haben, damit ihr checkt, damit ihr Fit von der Jacke mal seht. Welche Größe trägt das Model? Eine L. In allem. Hoodie, Hose und Jacke. Hier noch, ja?
Hier haben wir die Ärmel nochmal umgekrempelt, ne? So einfach für Flair, für Styling und so. Aber guck, wie brutal diese Jacke aussieht. Ich liebe das Produkt. Ich stehe 100% hinter das Produkt. Aber ich weiß halt nicht, ob ihr ready für Black Friday für dieses Produkt seid. Ich weiß für mich. Ich weiß nur für euch nicht. Seid ihr ready, dass die Black Friday droppt? Ey, ich kann euch was zeigen. Ich hätte das auch Black Friday droppen können. Aber ich denke mir, nein, nein, das ist Spring Summer. Weil ich weiß, ihr werdet safe überfordert sein. Ich zeig euch einen Leak. Ich zeige euch League. Ich leak noch was. Leute fragen mich jedes Mal, wann kommt der Mia Hoodie nochmal zurück? Bro, wir sind doch schon ganz woanders. Wir haben doch schon erweitert das ganze Ding. Wir haben das Ding doch schon ganz erweitert. Wir haben das Ding doch schon komplett erweitert. Was ist los? Sind doch schon drei Steps weiter. Warte, zieh kurz die Hose dazu an. Pleated für Keychain. Okay, was geht ab? Ich leak noch mal kurz was auch eins meiner Favorite Pieces aktuell ist, was ich unfassbar gerne trage, kommt aber auch nicht Black Friday raus, ist dieser Kaftan Longsleeve. Der ist so krank für mich. Der ist so krank für mich. Der ist so geisteskrank für mich. Bro, kann ich aufhören zu leaken? Ja, wisst ihr warum? Weil ich noch so viel im Petto habe. Ich habe noch so viel. Es kommt noch so viel Stuff. Ey, denkt dran, wenn ihr bei dem Gewinnspiel mitmacht, für das Parfüm, ihr müsst auch Lore oder mich markieren. Am besten beides. Am besten Lore und mich markieren, damit ich sehen kann, dass ihr das in der Story gepostet habt. Ja? Kommentieren, in der Story posten, Beitrag liken. Und dann seid ihr dabei und einer dieser Düfte gehört euch. Ich glaube, jeder Duft ist mindestens, ich glaube, 200 € wert.